Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Und heute geht es um die Vollmondenergie am 24.07.2021. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Energie auffüllen, Energie behalten, fällt vielen sehr schwer. Ich wurde angeschrieben und deswegen habe ich jetzt auch den zweiten Teil gemacht für diese insgesamt 12 Teile von Neumond- und Vollmond-Energietage. Wie füllt man das am besten wieder auf? Denn diese Tage sind sehr energievoll. Nicht nur der Neumond, auch der Vollmond natürlich. Wir sehen es an der Ebbe und an der Flut. Wir sehen es an uns Frauen, unserem Monatszyklus. Nein, wir sind da nicht zickig, sondern wir sind emotional flexibel. Es ist wichtig, seine eigene Mitte wiederzufinden. Und ich habe das dazu genutzt. Es gibt zu Weihnachten und zu Neujahr, immer bis Heiligen Drei König, die Rauhnächte. Da ich persönlich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und meistens im Dezember schon nicht mehr weiß, was im Januar wirklich alles los war, mache ich es zwischendurch immer wieder. Das heißt, ich nehme mir diese Energietage wie Neumond und Vollmond und nutze sie, um für mich ins Reine zu kommen. Und zwar einen Abend lang, eine halbe Stunde, mich hinzusetzen und diesen einen bestimmten Monat zu reflektieren. Wir haben jetzt die zweite Jahreshälfte, wir haben irrsinnig viel geleistet in der Zeit und deswegen bin ich der Meinung, man kann jetzt damit schon mal anfangen. Der letzte Neumond war das erste Video, stand für den Monat Januar und jetzt diesen Vollmond nutzen wir für den Monat Februar. Februar ist der Monat für die Verbundenheit. Wo ist meine eigene Mitte, wo ist meine Basis und wo hole ich meine Energie her? Der Januar steht für die Wurzeln, für die Familie, aber ich als Mensch, ich brauche auch meine Energie und ich muss sie auch holen. In den Rauhnächten wird normalerweise nicht so viel geräuchert wie bei mir. Ich räuchere mindestens zweimal, dreimal im Monat. Wer müde ist, ausgelaugt, schwach, ich nehme ungern die Wörter Burnout und Mobbing her, aber in diesem Falle ist es sehr gut. Wer das erfährt momentan, der sollte mit Weihrauch und Myrrhe räuchern. Nehmt aber bitte nicht diesen normalen deutschen Weihrauch oder diesen Kirchenweihrauch, denn der verursacht meistens nur Kopfschmerzen und macht, dass man sich energetisch nicht mehr ganz so wohl fühlt. Ich persönlich nehme arabischen Weihrauch und auch arabische Myrrhe. Wenn ihr aktuell Probleme habt oder im Februar eine Trennung hinter euch hattet, dann nutzt es jetzt, um es aufzuarbeiten, indem ihr mit Rose, Jasmin, liebliche Düfte um euch rum räuchert. Räuchertopf, Räucherkohle, bisschen, dass es schön qualmt. Räucherstäbchen helfen auch, Duftlampe hilft auch. Besorgt euch ein kleines Tablett, damit der Rest drumherum nicht Feuer fängt, sucht euch eine Ecke in eurem Wohnbereich, in eurer Wohlfühlzone und stellt es da wirklich hin. Lasst auch gerne Teelicht, Duftlampe, alles so stehen, dass ihr zwischendurch immer wieder auf diese Energie zurückgreifen könnt. Wie gesagt, braucht ihr Kraft, nehmt ihr Weihrauch und Myrrhe, braucht ihr mehr Eigenliebe und Zuversicht, dann nehmt die lieblichen Düfte. Wichtig ist heute, dass ihr euch eurer eigenen Kraft und was ihr bis jetzt alles geschafft habt, vergegenwärtigt und euch auch wiederholt. Was war im Februar los, was euch so viel Kraft gekostet hat? Das letzte Mal habe ich gesagt, habt einen Zettel und einen Stift dabei. Habt ihr den jetzt auch wieder? Dann schreibt es doch in Ruhe mal auf, weil dann kann man wirklich anhand sehen, das war im Januar los. Das war meine Familie, das war meine Basis. Und jetzt im Februar, was ist meine Kraft? Wo hole ich meine Kraft her?
Habt ihr ein Problem mit dem Energie in eurem Wohnbereich, in eurem Lebensbereich? Schreibt mir gerne eine Mail, ich helfe euch bei der Energiearbeit zu Hause. Ein Like und ein Abo freut mich immer wieder gerne. Ansonsten nutzt die Kommentare. Bis bald.